Du sollst um ihre Erleuchtung beten. Es ist für mich eine schwere und ernste Pflicht, den Vorgesetzten, die an sie gerichteten Wünsche, Winke und Rügen des Herrn mitzuteilen. Bei solchen Gelegenheiten ist mir, als wenn ein anderer durch mich wirken würde. Sonst wäre ich nicht in der Lage, auch nur ein einziges Wort weiterzugeben, da die priesterliche Würde so groß und heilig vor mir steht. Seit der Heiland mir das in sich selbst gezeigt hat, fühle ich mich vor den Priestern sozusagen vernichtet. Ich kann mich nur aus dem Grund meines Nichtsseins dem Heiland als Werkzeug überlassen. Für die Priester, die ein sündiges Leben führen, wäre ich bereit, tausendmal mein Leben aufzuopfern. Der Heiland, obwohl er sie, ob der Sünden rügt, verteidigt diese Priester vor seinem Vater im Himmel, indem er für sie betet. Mein Vater, sie wissen gewiss nicht, was sie tun, denn wenn sie es wüssten, würden sie mich nicht beleidigen, sondern lieben. Darum bitte ich dich, ihnen zu verzeihen, damit mein Durst gestillt sei. Nach diesem Gebet sah ich, wie der Heiland seine Gnaden eilends zu diesen Priesterseelen brachte, bald durch innere Einsprechungen, bald durch Vermittlungen. Etwas später sagte der Herr: Die Willensfreiheit und die aus ihr stammenden Ausreden sind die Ursachen, dass viele Vorgesetzte, die von mir in den Untergebenen mitgeteilten Wünsche zurückweisen. Da müssen die Vorgesetzten vorsichtig sein, denn es gibt viele, die meine Gnaden unterbinden. Der Heiland schien viel gelitten zu haben in solchen Vorgesetzten, die mit seinem Willen im Widerstreit stehen. Nach den Worten des Herrn werden gewisse Vorgesetzte schwer bestraft werden wegen ihrer von ihm abweichenden Willensäußerungen. Der Herr wandte sich an mich mit den Worten: Meine Tochter, du sollst dich aufopfern für jene Vorgesetzten, die wegen einer übertriebenen Selbstachtung meinen Willen durchkreuzen und so fern von mir im Dunkeln dahin leben. Ich will, dass sie mich im Licht der Wahrheit erkennen, im Feuer der Liebe gereinigt werden und die Winke meiner unendlichen Liebe treu befolgen. Nach einer Zeit sprach der Heiland mit heiligem Ernst von den seine Werke verachtenden Vorgesetzten. Wehe dem mich hindernden Vorgesetzten, wehe denen, die sich täuschen wollen, zum großen Schaden der Seelen. Mein heiliger und weiser Wille, der sich auch durch Untergebene kundtun kann, wird von ihnen verschmäht und verworfen, ja sogar als Irrtum und als eine Gefahr bezeichnet. Sie hindern mich durch ihre Haltung in meinem Handeln, und dadurch werden die Seelen vieler Gnaden beraubt. Dafür werden diese Vorgesetzten die Verantwortung tragen müssen. Meine Tochter, du musst beten und dich mir aufopfern für die Vorgesetzten, die mich in den Seelen nicht erkennen wollen. Ich muss darum viel leiden, weil ich sie liebe und endlich einmal sehen möchte, dass sie mich auch in ihren Untergebenen erkennen. Du sollst um ihre Erleuchtung beten. All diese irrenden Vorgesetzten müssen zur Kenntnis nehmen, dass es über mir keinen Vorgesetzten gibt. Ich bin der einzige Herr. Ich wirke frei und dort,
wo ich will. Meine Stellvertreter, ihr müsst wissen, warum ich so streng zu euch spreche. Leider gibt es solche, die das nicht wissen wollen. Ihr müsst meine Winke beherzigen. Der Herr sprach 2 Monate lang nicht mehr von den Vorgesetzten. Nach dieser Zeit sah ich, wie der Heiland traurig die Vorgesetzten anblickte, die den Strang vorbereitet hatten, um damit Jesus zu binden. Der Heiland beweinte dies, aber er weinte noch mehr über jene Seelen, die durch das Verhalten ihrer Vorgesetzten zugrunde gehen. In seinem Schmerz sagte er: Ich werde die Widersacher aus meinem Weg schaffen. Meine Tochter, du sollst meine folgenden Worte mit deinem Blute aufschreiben und an sie schicken. Was ich wünsche, das werde ich erreichen. Was ich will, das werde ich verwirklichen. Wenn nicht durch sie, so durch andere. Bei diesen Worten erkannte ich, dass der Herr damit den baldigen Tod gewisser Vorgesetzter ankündigte. Der Tod war für jene eine Gnade, weil sie dadurch von der Verantwortung befreit wurden. Ab 1943 bat der Herr mehr als 7 Mal, man solle die Fesseln von ihm nehmen. Einmal sagte er: Ich will Rom und dem Vorgesetzten meines Sohnes mitteilen, sie sollen die Fesseln von mir nehmen. Wenn sie meine Glorie sehen und meinen Segen bekommen wollen. Ein anderes Mal sprach er: Wehe, wenn die Vorgesetzten verhindern, dass mein Sohn die apostolische Arbeit beginne, damit ich durch ihn die in meinem Dienst arbeitenden, schwachen und schwankenden Seelen bekräftige und behüte. Und wiederum hörte ich Jesus: Ich bitte vom Neuen, dass man mir die Fesseln abnehme, weil ich dadurch in den Seelen leide. Bei solchen Winken leide ich immer sehr viel. Oft möchte ich lieber sterben, als den Heiland so sehen und hören zu müssen, ohne dass ich ihm helfen kann. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.